Hallo und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Der erste und bis jetzt einzige Beitrag in Deutsch. Ich habe ja schon 140 plus Beiträge und die waren alle in Englisch und alle am Set von einer Pornoproduktion, wo ich mich mit den Kolleginnen unterhalte vor und nach dem Dreh. Und heute mal ein anderes Thema. Heute Covid. Und warum will ich jetzt heute über Covid sprechen? Ich bin kein Mediziner, kein Virologe, kein Experte überhaupt, was das betrifft. Aber ich finde, unsere Erfahrungen auf Pornosets sind ganz interessant, auch vielleicht für den Rest der Bevölkerung und vielleicht sogar für die Wissenschaftler, wie wir mit Covid umgehen. Denn was wir machen, sind ja wirklich körpernahe Dienstleistungen. Bei uns gibt es keinen Abstand, bei uns gibt es keine Masken. Es wäre ein bisschen albern, wenn wir das machen würden. Wir kommen uns sehr nahe, wir kommen dabei aus der Puste, wir atmen tief und uns direkt an. Wir haben Kontakt mit Schleimhäuten, also theoretisch eine sehr, sehr große Ansteckungsgefahr. Aber unsere Branche hat auch sehr viel Erfahrung mit Infektionskrankheiten. Sprich, Testen ist für uns etwas ganz Normales. Wir testen sowieso alle 14 Tage auf alle Geschlechtskrankheiten, die üblichen, natürlich HIV, natürlich Syphilis, Gonorrhea, aber auch Chlamydien und alle möglichen Pilze und so weiter. Als es dann losging mit Covid, konnten wir auf diese Testerfahrungen und auf die Infrastruktur, die Testinfrastruktur, die wir haben, zurückgreifen. Und jetzt komme ich auf das Thema Testen und Impfen und warum ich das in Deutsch sage. Denn ich verfolge nach wie vor noch Nachrichten. Ich höre deutsches Radio übers Internet natürlich. Ich schaue deutsche Fernsehserien und vor allem die Diskussionsrunden in ARD und ZDF. Ich lese deutsche Nachrichtenmagazine. Und dabei fällt mir auf, dass sehr heftig in Deutschland diskutiert wird über 2G und 3G. Heute ist November der 14. Ich habe mich vermutlich am 2. November mit Covid angesteckt. Ich bin aktuell positiv. Ich bin aber geimpft und ich muss sagen, ich kann das jedem empfehlen, denn zumindest bei mir hat es dazu geführt, dass ich keine Symptome habe. Dass ich Covid-positiv bin, weiß ich nur, weil wir uns in meiner Branche regelmäßig testen. Und jetzt komme ich auf die Diskussion 2G, 3G, die ich nicht nachvollziehen kann, wie sie im Moment geführt wird. Denn es wird immer gesagt, wir müssen 2G machen, um Menschen vor Ansteckung zu schützen. Das ergibt aber für mich keinen Sinn, denn ich bin geimpft, ich kann überall meinen Impfnachweis vorzeigen, ich darf auf jede Party, ich darf in jede Bar und auf jede Feier, aber ich bin positiv getestet. Und ich bin nur deswegen positiv getestet, weil ich in der Pornobranche arbeite, denn ohne Symptome hätte ich ja keinen Grund, ansonsten als Geimpfter gesehen, mich testen zu lassen. Ich kann also fröhlich überall hingehen mit meinem 2G-Nachweis, kann andere Leute infizieren und würde durch alle 2G-Regelungen, die jetzt so heftig diskutiert werden, durchschlüpfen. Angesteckt habe ich mich vermutlich von einer Bekannten, wir haben das so gemeinsam, weil sie hatte mich dann angerufen. Hey, mein Test ist positiv, check mal bei dir. Ich habe dann ein paar Tage später mich austesten lassen und gesagt, ups, ja, ich bin auch positiv. Und sie hat sich
Wir haben uns getroffen am 2. November, also vor 12 Tagen jetzt. Sie hat sich vermutlich 4 Tage vorher, am 29. Oktober, bei einer Halloween-Party in Hollywood angesteckt, auf der nur Geimpfte Zugang hatten. Also 2G, würde man in Deutschland sagen. Und auf dieser 2G-Halloween-Party war sie bestimmt nicht die Einzige, die sich angesteckt hat. 4 Tage später kam sie hier zu Besuch. Wir saßen beim Kaffee zusammen, wir haben uns unterhalten, wir haben uns natürlich umarmt und geküsst zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Und dabei habe ich mich angesteckt. Sie hat keine nennenswerten Symptome, ich habe keine nennenswerten Symptome. Es wäre uns wohl gar nicht aufgefallen, wenn wir uns nicht hätten testen lassen. Und daher verstehe ich diese ganze Diskussion nicht, warum Geimpfte sicherer sein sollen als Getestete. Denn ein normaler Geimpfter, der nicht so wie wir in der Pornobranche arbeitet und sich deswegen regelmäßig mit PCR testen lassen muss, hätte er gar nicht gemerkt, dass er sich angesteckt hat und ansteckend ist. Nur ein frischer negativer Test sagt aus, hey, ich bin im Moment, wenn der Test frisch ist, ungefährlich. Vielleicht morgen schon nicht mehr, vielleicht übermorgen schon nicht mehr. Aber mit einem frischen Test kann ich sagen, ich bin clean und kann niemanden weiter anstecken. Meine Mitbewohnerin hat sich vor rund 6 Wochen angesteckt. Sie ist auch in der Branche. Hat sich angesteckt von einer Kollegin, die auch in der Branche ist, die auch geimpft ist. Naja, jetzt komme ich zum Impfen. Ja, auch die Person, von der ich mich angesteckt habe, ist vollständig geimpft. Ich bin ein begeisterter Anhänger der Impfung. Ich finde das eine tolle Sache. Habe mich sofort impfen lassen, als es hier für mich in meiner Altersgruppe möglich war. Und die Impfung, die damals verfügbar war für mich, war Johnson & Johnson. Habe ich gesagt, prima, ein Schuss und vollständig geimpft, muss nicht nochmal hin. Habe dann aber gelesen, dass Johnson & Johnson die geringste Schutzfunktion hat und habe mich dann nach einigen Monaten nochmal mit Pfizer-BioNTech impfen lassen. Bin also doppelt geschützt, deswegen habe ich wahrscheinlich auch keine Symptome und deswegen geht es mir sehr gut. Ich habe vor 2 Tagen eines meiner besten Ergebnisse beim Golfspielen gehabt. Das ging richtig gut. Ich bin also körperlich überhaupt nicht eingeschränkt. Beim Golfspielen habe ich auch keine Bedenken, jemanden anzustecken, denn wir sind draußen an der frischen Luft, es weht der Wind, wir haben Abstand. Golf ist ja kein Kontaktsport. Ich bin für Impfen. Ich habe mich selber impfen lassen. Ich kann es jedem empfehlen. Ich möchte aber dennoch nicht, dass wir andere Leute aus reiner Schikane vom öffentlichen Leben ausschließen, mit dem vorgeschobenen Grund, um den Rest der Bevölkerung zu schützen. Denn es ist kein Schutz. Ein Schutz ist, wenn ich einen frischen Test nachweisen kann, dass ich negativ bin. Ein Impfnachweis heißt noch gar nichts. Und Impfdurchbrüche kommen sehr, sehr häufig vor. Ich habe keine Angst vor dem Impfdurchbruch, weil ich ja geimpft bin, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht schwer erkranke. Aber es ist kein Schutz, den Virus nicht in sich zu tragen und weiterzugeben. Auf Kommentare freue ich mich. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären und erklären, warum Geimpfte angeblich sicherer sind für andere. Für sich selber auf jeden Fall. Also danke und diesmal in Deutsch von meinem YouTube-Kanal. Tschüss, euer Steve Holmes.